Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar Die Tür, das digitale Türentool und PoE aus der Reihe Garant Digital. Ich bin Michael Wallendorf und habe mir heute tatkräftige Unterstützung geholt von unserem Projektleiter Stefan Mosch. Fangen wir direkt an. Ja, Michael, vielen Dank auch von mir für die Möglichkeit und Gelegenheit, das digitale Türentool heute hier etwas näher vorstellen zu dürfen. Wir teilen das Ganze in zwei Abschnitte. Zum einen haben wir die Tür als Online-Anwendung im Web und im zweiten Step gehen wir dann direkt ins Ausstellungszentrum an den PoE, Point of Experience. Dort läuft nämlich genau diese Anwendung auf einem großen Ausstellungssystem im Format 1:1. Schauen wir doch mal ins Web hinein. Wie kommen wir zum Türenkonfigurator Die Tür? Über unsere Webseite garant.de. Steigen wir ein über Produkte, dort über den Navigationspunkt Die Tür, das Online-Türentool, scrollen etwas nach unten und hier finden wir den Direktlink nach einer kurzen Erläuterung in unser Türentool hinein. Mit einem Klick darauf öffnet sich unser Türentool. Der Türenkonfigurator ist intuitiv bedienbar. Wir sehen auf der linken Seite die Hauptnavigation, Haupttürenprogramme, Normtüren, Stiltüren, Profiltüren und Designtüren. Wir gucken einfach mal in den Bereich Profiltüren. Wir sehen jetzt hier die Türenunterprogramme, Como, Parma, Milano und Riva. Wir gucken mal in ein Unterprogramm hinein und finden gleich als erstes die Vielfalt der Türtypen vor. Wir sehen hier unterschiedliche Typen mit Sprossenrahmen, ohne Sprossenrahmen, mit Lichtausschnitt, ohne Lichtausschnitt. Wir sehen auch, dass sich in der Zwischenzeit auf der linken Seite unsere Navigation verändert hat. Wir haben hier beispielsweise die Möglichkeit, Gläser anzupassen, könnten einen Beschlag anpassen, können auch die Tür im Raum darstellen. Das zeigen wir dann gleich nochmal am Ausstellungssystem etwas intensiver. Ich nehme das jetzt nochmal raus für den Augenblick. Wenn wir jetzt hier einen Favoriten haben, können wir uns den merken und im Anschluss daran auch eine Merkliste generieren, die ausgedruckt werden kann. Wir sehen in diesem Bereich sehr prägnant einen QR-Code. Der ist im zweiten Step dann für die Ausstellung recht wichtig, denn anhand dieses QR-Codes können wir jene Konfiguration auch direkt im Ausstellungszentrum auf dem Point of Experience aufrufen. Der Kunde hat also die Möglichkeit, sich bereits zu Hause mit dem System auseinanderzusetzen, sich unterschiedliche Türtypen zu konfigurieren, diese in die Merkliste zu bringen und mit der Merkliste dann in die Ausstellung zu kommen und dort geht es dann quasi weiter. Jetzt würde ich einfach mal mit dieser Merkliste quasi in die Ausstellung kommen und wir schauen uns das Ganze direkt am System an. Das PoE-System Point of Experience bei uns hier im Garant-Ausstellungszentrum in Erfurt. Ich will kurz ein paar Worte zu den einzelnen Komponenten verlieren. Wie wir hier sehr schön sehen, ein 98 Zoll Monitor in 4K-Auflösung verbaut als Hauptdisplay. Am Boden des Monitors befinden sich ein paar Bodenmusterplatten. Die kann man also hier aufnehmen, wechseln, umdrehen, um letztendlich zur konfigurierten Tür auch mal leibhaftig einen Boden mit vorlegen zu können. Relativ nah, aber trotzdem in einem sehr, sehr guten und angenehmen Abstand. Das Bedienpult des Point of Experience besteht aus diesem Chassis. Hier flächenbündig verbaut ein 32 Zoll Monitor, über den wir per Touch das ganze System bedienen. Im Fuß verbaut ein Hochleistungs-Mini-PC, der hat auch eine Online-Anbindung, die ist nicht unbedingt zwingend erforderlich, um das System abspielen zu können, aber für Aktualisierungen unsererseits, was das Produktportfolio anbelangt oder Erweiterungen im System, brauchen wir einen entsprechenden Zugriff, daher ist das notwendig. Im weiteren Verlauf erkläre ich dann auch noch das Feature PoE Browser Mode, auch dort ist eine Online-Anbindung erforderlich, da kommen wir aber dann noch dazu. Wie finden wir das Ganze vor? Eigentlich wie eben gesehen im Internet, in unserem Online-Tool, Türentool, PoE, jetzt hier auf unserem Touch-Monitor. Wir kommen über die Hauptprogramme der Türen in die Unterprogramme hinein. Wir sehen auch gleich
dass die Erstauswahl des Türentyps sich direkt auf dem 98 Zoll in 1:1 widerspiegelt. 1:1, gutes Stichwort, das können wir gleich mal überprüfen. Wir werben ja damit, dass wir unsere Tür hochauflösend im 1:1 Format darstellen. Dazu habe ich hier meinen Gliedermaßstab zur Hand genommen. Eine 1985er Tür. Wir können auch die Breite messen, wir können die Zarge messen. Dort finden wir in jedem Fall die Maßangaben wieder. Im weiteren Verlauf können wir uns jetzt noch mal so ein bisschen in die Konfiguration reingehen. Ich wähle mal eine Designtür aus dem Programm Aura aus. Hier können wir noch ein paar weitere Features zeigen. Beispielsweise bei diesem Modell können wir die Lisene, die es seit 2021 ja auch in Schwarz gibt, ändern. Wir sehen das in der Vorschau auf dem Touchscreen und im weiteren Verlauf auch vorne auf dem 98 Zoll. Ändern wir den Beschlag beispielsweise auf das Quadral, auf den Quadral mit dem Inlay. Sehen wir, dass standardmäßig hier ein weißes Inlay eingeblendet wird. Jetzt haben wir schwarze Lisenen. Lassen Sie uns doch mal das Inlay auch in Schwarz darstellen. Wir können die Tür in den Raum stellen, um ein Gefühl für die Tür bezüglich Wand und Boden zu bekommen. Dazu schalte ich einfach mal die Tür im Raum darstellen an. Wir haben die Möglichkeit, eine Wandfarbe zu verändern und den Boden anzupassen und damit einen recht guten Eindruck vom Modell zur Vorortsituation zu erhalten. Was gibt es noch zu sagen? Wir haben ja im Internet vorhin gesehen, dass es eine Möglichkeit gibt, die Konfiguration sich über die Merkliste zu merken und am guten Ende auch auszudrucken. Wir haben hier mal so einen Ausdruck, der sehr schön zeigt, wie das Ganze quasi vom heimischen Sofa aus zu machen ist. Man konfiguriert sich ein paar Modelle, druckt sich das Ganze aus und kommt jetzt in unserer Situation hier auch ins Ausstellungszentrum. Ich kann an diesem Beispiel auch mal zeigen, dass das Ganze auch von jedem x-beliebigen Gerät aufrufbar ist. Und was ich Ihnen jetzt zeigen möchte, ist die Anwendung, die sich für uns im Ausstellungszentrum in der Beratung ergibt. Wir haben hier ein iPad. Auf diesem iPad ist die Anwendung der Tür. Und wir gehen damit jetzt ganz einfach mal zu uns in die Ausstellung, in die Straße der Türen und scannen uns dort ein Modell. Hier auf dem angeschlossenen iPad die Tür, wie wir sie im Web und auch auf dem PoE vorfinden. Wir haben hier als einziges aber die Änderung, dass wir die Möglichkeit, einen QR-Code-Scanner einzuschalten haben. Wir gehen hier mal direkt an diese Tür, hat vom Prinzip den QR-Code gescannt, sich die Konfiguration der Tür dadurch aufgerufen. Und was ich Ihnen jetzt zeige, ist, dass genau diese Konfiguration auf unser Point of Experience übertragen wurde. Wir könnten jetzt direkt an dieser Stelle hier weiter konfigurieren in Oberflächen, in Gläsern, in Drückern, etc. pp. Das ganz Besondere ist jetzt aber, wenn ich jetzt hier am iPad weiter konfiguriere, wird sofort meine Konfiguration vom iPad direkt auf das Touchpanel und auch auf den 98 Zoll übertragen. Ich habe also die Möglichkeit als Berater direkt im Ausstellungszentrum an der Straße der Türen weiterhin zu beraten, Türtypen zu ändern, Gläser zu ändern, Beschläge zu ändern. Und das Ganze überträgt sich auf den 98 Zoll und das Touchpanel. Ja, soweit zu diesem Feature bezüglich QR-Code. Wir haben jetzt noch, ich hatte es eingangs erwähnt, benötigen wir für das Feature Browser Mode, was sich hier oben rechts befindet, einen Internetzugang. In dem Moment, wo ich da drauf gedrückt habe, ändert sich der 98 Zoll in eine Lesezeichenseite. Und wir haben hier auf unserem Touchpanel ein virtuelles Keyboard und ein Trackpad,
über das sich der 98 Zoll bequem bedienen lässt. Hier sind jetzt so ein paar Lesezeichen vorgegeben, vorkonfiguriert von uns. Das lässt sich für Sie individuell einstellen. Sie können dort Ihre eigene Webseite hinterlegen. Sie können Ihr weiteres Portfolio hinterlegen und direkt auf den 98 Zoll ausspielen. Ich zeige Ihnen das mal anhand unserer Garantseite. Cookies akzeptieren und gehe jetzt einfach mal auf unsere Produktbroschüren. Sie sehen, wie gut sich das bedienen lässt. Auch die Größe, Schrift, Bild ist hervorragend von dem Punkt aus zu sehen. Man kann also gemeinsam mit dem Kunden hier noch weitere Beratungen vornehmen. Alles ist möglich, YouTube, Videos etc., alles ist ausspielbar. Alles, was sich auf einer Webseite befindet, lässt sich hier darstellen. Zurück über das Häuschen oben rechts kommen wir auf die Lesezeichenseite. Wenn wir aus dem Browser-Mode raus wollen, lässt er sich hier oben rechts auf dem Bedienpult schließen. Daraufhin gelangen wir zurück in unser Türentool und könnten wieder von vorne beginnen mit Konfiguration etc. Soweit zu den Systemen und zu den technischen Features. Wir sind permanent an Aktualisierungen dran, im Produktbereich als auch im systemischen Bereich. Wir informieren Sie gern das ganze Jahr über alle Aktualisierungen in Form eines Newsletters. Melden Sie sich also gerne an. Das war es von meiner Seite. Ich gebe jetzt einfach mal zurück an den Michael. Ja, Stefan, super. Vielen Dank. Sehr interessant. Ich denke, das ist die Ausstellung der Zukunft. Und damit haben wir auf alle Fälle einen riesengroßen Akzent gesetzt. Wenn Sie jetzt noch Fragen haben zu dem ganzen PoE, zu dem Ausstellungssystem, zu die Tür und dem digitalen Türentool, dann wenden Sie sich bitte an folgende E-Mail-Adresse webinar@garant.de. Hier werden alle Ihre Fragen zeitnah beantwortet und wir stehen Ihnen hier mit Rat und Tat zur Verfügung. Ja, das war's dann von diesem Webinar. Es folgen noch einige zu dem Thema Garant Digital. Ich möchte mich bei Ihnen verabschieden und bis zum nächsten Mal. Danke, Stefan, und auf Wiedersehen. Bis bald.